Können wir anfangen? Gut, jetzt kommt dann die Schnittmarke. Klappt, Christian, die erste. Herzlich willkommen zu unserer Präsentation Why Altium, Why Now? Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Keller. Ich arbeite als Technical Sales Manager für die Altium Europe GmbH, sitze in Karlsruhe, ja, und möchte Ihnen heute ein paar gute Gründe zeigen, warum Sie zum Altium Designer wechseln sollten, und zwar so schnell wie möglich. Oder, falls Sie den Altium Designer schon haben, warum das eine gute Entscheidung war. Jetzt habe ich hier schon die ersten zwei Teilnehmer. Haben Sie einen Altium Designer oder nicht? Ich hätte ihn gerne. Sie hätten ihn gerne. Was haben Sie im Augenblick? Mentor Graphics. Mentor Graphics. Pets. Gibt es ja verschiedene Ausbaustufen, größere, kleinere? Kleinere. Okay, also einer, der sich gerne das mal angucken würde, warum das eine gute Idee ist, zu wechseln. Okay, als Entwickler bewegen Sie sich üblicherweise so, ja, haben Sie ein kleines Dilemma. Sie bewegen sich in diesem Dreieck, was aufgespannt wird von Kosten, Qualität und Zeit. Kosten, naja, Ihre Schaltung, die Sie entwerfen, wird wohl schon was kosten. Zeit, die Sie benötigen, um das Ganze zu entwickeln. Und eine Qualität, die Sie irgendwo liefern sollen. Wo würde Ihr Chef Sie gerne sehen? Wahrscheinlich so ein bisschen in der Ecke. Das wäre so fast ein Kündigungsgrund, wo man sagt, naja, es ist nicht gut und er braucht lange und er kostet viel, es ist schlecht. Also irgendwie, wie kriegen wir Sie dort unten in diese Ecke rein? Wie können wir dieses Dilemma lösen? Und da Zeit gleich Geld ist, haben wir eine Lösung dafür gefunden. Wir gehen hin und geben Ihnen Zeit zurück. Das ist die Idee vom Altium Designer, Ihnen Zeit zurückzugeben. Und jetzt natürlich die Frage, wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin, dass wir Ihnen Zeit zurückgeben? Ich meine, habe keine in der Tasche, ich kann sie Ihnen nicht geben. Und Sie arbeiten ja schließlich auch den ganzen Tag. Allerdings hat sich herausgestellt, dass Sie ca. 61% Ihrer Arbeitszeit, wenn Sie nicht mit dem Altium Designer, sondern mit anderen Werkzeugen arbeiten, auf Arbeiten verwenden, die nicht wirklich Entwicklung sind. Idealerweise werden Sie dort, wo Sie die ganze Zeit entwerfen, Sie müssen zwischendrin vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen, Mittag essen, Sie werden nicht 100% entwickeln. Aber Sie möchten keinesfalls dort sein, dass Sie gar nicht entwickeln. Und das ist genau diese Zeit, die hier verloren geht, diese 61%, das ist eine begleitende Dokumentation, das können irgendwelche Word-Dokumente sein, wo man irgendwie was reinschreiben muss, irgendwelche Spreadsheets, wo man Sachen reinbringt. Das sind aber auch Werkzeugwechsel, wenn ich also hingehe und sage, jetzt möchte ich eine Simulation machen, dann muss ich da irgendwie die Daten exportieren, vielleicht ein bisschen überarbeiten, dann im anderen Werkzeug importieren. Dort kriege ich dann mein Ergebnis, das exportiere ich wieder, dann fange ich es an zu überarbeiten, importiere es wieder. Also diese Toolwechselgeschichten, nicht nur vielleicht Simulation im Schaltplan, Simulation Leiterplatte, vielleicht auch irgendwelche Mechanikgeschichten. Ah, gut. Ein anderer Teil, wo auch ziemlich viel Zeit drauf geht, ist die Bauteilsuche wahrscheinlich. Welche Bausteine kann ich nehmen? Welche gibt's nicht? Was kosten die? Bin ich in meinem Kostenrahmen drin? Und das sind die ganzen Geschichten, die Ihnen Ihre Arbeitszeit stehlen, die Ihnen die wegnehmen und Sie dahin bringen, dass Sie nicht entwickeln, was Sie eigentlich gerne tun würden. Und das ist unser Versprechen, dass wir das mit Ihnen, mit dem Altium Designer machen können. Durch Automatisierung, durch Zusammenarbeit und durch Vereinheitlichung. Automatisierung, das Ganze heißt CAE, Computer Aided Design. Warum kann der Computer die stupiden, die dummen Aufgaben nicht für mich übernehmen? Also die Software, die ich benutze, da möchten wir sie unterstützen und da können wir sie auch unterstützen. Zusammenarbeit, nicht nur zwischen einzelnen Werkzeugen, also Schaltplanentwicklung, Leiterplatte, Simulation, solche Geschichten, sondern Zusammenarbeit mit den Kollegen. Das können die sein aus der Mechanik, das kann der Einkauf sein, das können aber auch vielleicht die Fertigung sein. Dass wir schon zur Entwicklungszeit mit den Kollegen kommunizieren können, ob das Ergebnis auch für die gut sein wird und nicht, dass sie uns zurückmelden, war nix, mach's nochmal. Die Vereinheitlichung, alles in einem Werkzeug, in einer Oberfläche drin, das spart uns dann natürlich einmal den Wechsel zwischen den Welten, aber es hilft uns natürlich auch bei der Bedienung, weil sich alle Werkzeuge etwa gleich verhalten werden. Das ist der Altium Designer und in dem Fall auch der Altium Designer 17. Den Leitspruch, den wir da ausgegeben hatten, war Design with Purpose, Create with Passion. Sie haben einen guten Grund, warum Sie was entwickeln. Das ist gar keine Frage. Ihr Chef sagt es Ihnen einerseits und auf der anderen Seite, es sind ja sinnvolle Sachen, die Sie dort entwerfen sollen. Warum machen Sie das? Warum haben Sie diesen Job? War da einer frei und Sie haben gesagt, oh, da werde ich Hardwareentwickler? Es ist wahrscheinlich Ihre Leidenschaft. Sie machen das wahrscheinlich gerne. Und es gibt keinen Grund, warum Sie bei Ihrer Lieblingstätigkeit leiden sollen. Es wäre doch schön, wenn das Werkzeug Sie unterstützt, Ihnen den Spaß am Entwickeln zurückgibt und Sie vor allem entwickeln lässt.
Und das machen wir mit dem Altium Designer. Wie das funktioniert, das werde ich Ihnen jetzt gleich zeigen. Wir fangen vorne an bei der Bauteilauswahl. Im Altium Designer ist ein zu 100% integriertes Interface drin, zu über 100 Distributoren, von denen Sie Echtzeitinformationen bekommen über den Baustein Preis und über die Verfügbarkeit. Wäre kein gutes Design, wenn Sie das irgendwo abgeben und sagen, so, ich bin fertig, fertig das. Und die sagen als Antwort, den Baustein kriegen wir aber nicht. Können wir verhindern auf die Art und Weise. Sie kriegen nicht nur die Verfügbarkeit, Sie kriegen auch die Informationen zu den Bausteinen, Datenblätter, Parameter. Die können Sie auch in den Altium Designer übernehmen und können es dann im Baustein auch nochmal angucken. Wie sieht das im Werkzeug aus? Ich wechsle in den Altium Designer rein. Ich muss jetzt gerade mal laden, habe ich gerade eben nicht gemacht. Bin eingesprungen sozusagen für den Kollegen, der eine andere Präsentation machen wollte. Der Altium Designer braucht jetzt einen Augenblick zum Starten. Das sieht nicht so attraktiv aus, aber er lädt eine ganze Menge Daten rein. Es sind eine ganze Menge Projekte schon offen, deswegen braucht das Ganze einen Augenblick. Dann haben wir aber auch später alle Beispiele dabei, dass wir komplett durchstarten können. Es geht um dieses Design. Das erste, was ich machen möchte, ist nach Bausteinen suchen, die ich vielleicht gerne einsetzen würde. Sie sind so jung, kennen Sie den Baustein überhaupt noch? Wissen Sie, was der macht? Ja. Also, ich habe so einen Baustein gefunden und da gibt es mehrere Ausprägungen. Da sind die ganzen Parameter hinten dran hinterlegt, die mir jetzt helfen, vielleicht den richtigen Baustein auszusuchen. Also vielleicht möchte ich Through-Hole oder SMD oder Geschwindigkeiten, was auch immer. Dabei hilft mir das Tool jetzt, dort den richtigen Baustein zu finden. Und ich kriege auch Informationen, wo ich diesen Baustein kaufen kann und zu welchem Preis ich das machen kann. Das ist wahrscheinlich nicht der cleverste Baustein, den Sie sich aussuchen könnten. Weil dieser Baustein ist nur bei einem von diesen Lieferanten verfügbar und die anderen haben den gar nicht mehr auf Lager. Also ich würde mir einen anderen aussuchen, den es bei mehreren Lieferanten gibt, der bei mehreren zur Verfügung steht. Da könnte man natürlich auch gucken, ob es zu diesem Baustein eine Alternative gibt. Auch da kann Ihnen das Werkzeug helfen und sagt, naja, von anderen Firmen gibt es da Bausteine, die machen zumindest mal Ähnliches. Vielleicht gucken wir uns die auch mal an. Die sind auch gerade in Mass Production. Da kriegen wir Informationen dazu. Was auch noch möglich ist, aus unserem Altium Content Vault werden jetzt Schaltplansymbole und Footprints mit rausgenommen, mit diesen Informationen kombiniert. Auf die Art und Weise bekommen Sie eine Art Online-Bibliothek mit ca. 3 Millionen Bausteinen, so etwa. Und diese Bausteine können Sie unter gewissen Voraussetzungen auch direkt in Ihrem System platzieren, ohne dass Sie jemals eine eigene Bibliothek hatten. Jetzt haben wir also Bausteine ausgesucht. Was machen wir aber, wenn die Schaltung schon fertig ist? Ich möchte ja eine Information haben, ob das Ding fertigbar ist oder nicht. Und da gehe ich hin und rufe die Analyse meiner Schaltung auf. Es werden jetzt alle Ihre Daten vom Schaltplan, nein, nicht alle, die Stückliste, mit allen Parametern wird übertragen auf die Server von Siva. Die lassen dort eine Analyse über Ihre Schaltung laufen oder über die Bausteine, die Sie verwenden. Sagen wir es mal so, die Schaltung selbst wird nicht übertragen. Und dann werden wir ein Feedback bekommen und können Informationen daraus ziehen, ob das, was wir gemacht haben, ordentlich ist oder ob wir das vielleicht nochmal genauer anschauen sollten. Er wird jetzt gleich ein wenig zucken, da werden andere Informationen kommen und dann kriegen wir das Ergebnis auch gleich zurück. Und da ist das Ergebnis dann auch entsprechend. Anhand der Bausteinbenennung sucht diese Engine also raus, ob sie was Passendes findet bei sich in der Datenbank. Bei manchen Bausteinen ist es sich sehr, sehr sicher, dass er da die Entsprechung gefunden hat. Die Bausteine sind ausreichend genau beschrieben. Bei manchen Bausteinen ist er sich nicht ganz so sicher. Da müsste ich dann vielleicht hingehen und genauer definieren, welcher Baustein das sein soll. Also dort in der CIVA-Datenbank den richtigen raussuchen. Dann haben wir den Link auch drin. Das ist aber die Sache, die gar nicht mal so richtig interessant ist. Viel interessanter ist es, dass ich hier einen Baustein verwendet habe, den gibt es schon noch, aber wahrscheinlich nicht mehr so tierisch lange. Also er wird halt nicht empfohlen, dass man ihn in neuen Designs einsetzt. Und noch viel schlimmer ist der dort oben. Der ist nicht mehr verfügbar. Den werden Sie gar nicht mehr bekommen. Es sei denn, Sie haben bei sich vielleicht noch auf Lager liegen, aber das ist ja nun nicht eine Burg, auf die Sie bauen sollten, ne?
Also, solche Informationen bekommen wir raus. Und auch hier haben wir dann wieder die Möglichkeit zu sagen, wenn der Baustein nicht gut ist, dann suche ich mir eben einen anderen raus aus der Datenbank, der vielleicht dieselben Parameter hat. Und das Tolle, was hier passiert ist, dass Sie auf einmal die Möglichkeit haben, nicht hinzugehen, was zu entwerfen, vielleicht das Layout fertig zu machen, all diese Geschichten durchzuführen. Sie fertigen also nicht was, was hinterher dann durchfällt oder versuchen es fertigen zu lassen, was hinterher durchfällt, weil Sie den Baustein nicht bekommen und dann vielleicht kein Drop-in-Replacement finden. Das heißt also, den Schaltplan abändern müssen, die Leiterplatte nochmal abändern müssen, die Produktionsdaten nochmal abändern müssen. Das entfällt. Das spart Ihnen genau diese Zeit. Diese Zeit, die wir Ihnen gerne zurückgeben möchten. Okay, wem sagen diese Technologien was? 64-Bit, USB, DDR3, DDR4, Wireless, solche Geschichten? Haben Sie mit zu tun? Kommen noch mehr dazu. Unsere Schaltungen werden ja in der Regel nicht einfacher, eher komplexer, meistens auch noch ein bisschen kleiner. Das heißt, Sie brauchen vom Werkzeug eine bestmögliche Unterstützung, was das Routing angeht. Da bietet Ihnen der Altium Designer eine Routing-Engine, die das Anschmiegen erlaubt, das Wegschieben von Elementen, um Hindernisse drumherum gehen, eine Längenanpassung, ganze Busse können geroutet werden, differenzielle Paare können geroutet werden, Impedanz kontrolliert kann geroutet werden, das ist alles dabei. Das muss auch dabei sein, um Sie bei Ihren Vorhaben unterstützen zu können. Im Altium Designer 17 ist dazu noch gekommen das Active Route. Das ist eine Art Mischung aus dem Autorouter und diesem interaktiven Routing. Das ist also auch ein Routing-Werkzeug, was Ihnen ermöglicht, jetzt ganz genau zu definieren, zum Beispiel, wo Busse geroutet werden sollen, an welchen Stellen, in welchen Kanälen. Das Ganze geht auf mehreren Lagen gleichzeitig, kann auch differenzielle Paare und ermöglicht auch das BGA Escape Routing. Das werde ich Ihnen gleich im Werkzeug zeigen, aber vorher gucken wir uns vielleicht noch diese drei Bilder an. Sowas schon mal gesehen? Beim Kollegen hat der sowas schon mal gemacht? Ihnen selbst ist das nicht passiert, das ist klar. Aber vielleicht irgendwelchen Kollegen von Ihnen, Sie haben sowas irgendwo im Büro mal liegen sehen. Wäre es nicht schön, wenn man sowas verhindern könnte? Was ist da passiert? Bausteine, die überlastet sind, Leiterbahnen, die überlastet sind, solche Geschichten. Wäre doch gut, wenn wir das nicht erst dann rausfinden, wenn die Leiterplatte auf dem Tisch liegen haben und sie anschließen und dann das kleine Rauchwölkchen rauskommt, sondern wenn wir das vorher machen können. Und dafür gibt es im Altium Designer den PDN Analyzer powered by CST. Das ist also eine Erweiterung für den Altium Designer, ist aber auch wieder zu 100% ins Werkzeug integriert, sodass Sie gar nicht merken, dass da was anderes aufgerufen wird. Sie finden hinterher lediglich eine Farbgebung auf Ihrer Leiterplatte, die Sie Rückschlüsse ziehen lässt auf den Spannungsverlauf und die Stromdichte in Ihrer Leiterplatte. Das Ganze nicht nur in 2D, sondern eben auch in 3D. Und das Ganze ist auch noch einfach zu bedienen. Das ist zumindest das, was unsere Entwickler uns versprochen haben und sie haben das Versprechen gehalten. Das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Wir fangen zuerst ein bisschen mit dem Routing an, schauen uns da mal zwei, drei Kleinigkeiten an. Wir haben jetzt hier Teilnehmer dabei, die den Altium Designer noch nicht haben. Die anderen wissen das. Ein so schlechtes Routing ist mit unserem Werkzeug eigentlich gar nicht möglich. Ich habe mir viel Mühe geben müssen, damit es so schlecht ausschaut. Das hätte vielleicht ein Import sein können. Wir haben auch ein paar Import-Wizards aus einem anderen Tool. Aber da habe ich also ein bisschen nachgearbeitet, damit das so schlecht ausschaut. Aber ich möchte Ihnen einfach zeigen, was es für uns heißt, Ihnen eine Unterstützung zu geben. Sowas kann man auch händisch glatt ziehen. Man kann es aber auch das Tool automatisch machen lassen. Auch da haben wir Ihnen wieder ein bisschen von dieser Arbeitszeit zurückgegeben. Wenn Sie sagen, Mensch, das ist nicht ganz so toll, Sie können es hinterher natürlich auch nochmal beeinflussen. Weiteres Beispiel. Hier ist schon eine ganze Menge Arbeit passiert auf dieser Schaltung. Eigentlich die ganze Stromversorgung, die komplexen Sachen, die sind alle schon geroutet worden. Clockleitung, alles schon drin. Es sind nur diese ganz einfachen Verbindungen, die noch nicht geroutet sind. Wie lange würden wir etwa brauchen, sowas zu routen? Etwa? Ein Tag? Ich hoffe nicht. Halben Tag. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Also wir haben die Präsentation hier schon ein, zweimal gemacht. Es variiert so zwischen einer halben Stunde und mehreren Tagen. Also eine Stunde, würde ich sagen, kriegen wir das wahrscheinlich hin. Das Gute ist, auch hier kann ich Ihnen wieder Zeit zurückgeben. Und zwar 59 Minuten und 52 Sekunden. Ich selektiere einfach diese ganzen Verbindungslinien und starte unseren Active Route. Und jetzt macht er das für mich automatisch. Diese
ja, unsinnigen Aufgaben, diese stupiden Aufgaben, die kann uns das Tool abnehmen und da ist er auch schon fertig mit der Geschichte. Und das hat er gar nicht mal übel gemacht. Das ist ein schönes Resultat, was wir hier bekommen haben. Und auch dort können wir natürlich hingehen und nacharbeiten. Wir sagen, ah, so ganz tolle war das nicht, mach mal so. Und bei den Geschichten hätten wir vorher die Regeln richtig eingegeben, hätte er das auch richtig gemacht. Aber da kann ich jetzt dann einfach nochmal geschwind nacharbeiten. Dann habe ich trotzdem noch Arbeitszeit gespart. Das ist einfach die Unterstützung, die wir im Werkzeug bekommen und die Sie von so einem Werkzeug natürlich auch erwarten sollten. Aber eigentlich wurde das Active Route für was anderes gemacht, und zwar für solche Geschichten. Das ist jetzt so ein DDR3, DDR4 Beispiel, ein bisschen höher bittig, sage ich mal. Auch hier selektiere ich wieder die Gummi- oder die Verbindungslinien, die Connection Lines. Diesmal starte ich das Active Route nicht gleich. Ich gehe erstmal hin und definiere, auf welchen Lagen soll es überhaupt benutzt werden. Und dann definiere ich, in welchem Kanal sollen diese Leitungen gelegt werden. Und erst dann starte ich das Active Route. Diese Kanalbreite wird definiert durch die Anzahl der Lagen, die mir zur Verfügung stehen, durch die Anzahl der Netze, durch die Clearance, durch den Abstand, den die brauchen und durch die Breite, die die brauchen, wird automatisch der Kanal, die Kanalbreite definiert. Kann man auch verändern, wenn man möchte. Und hier ist das Ergebnis. Nett. Dafür hätten Sie manuell bestimmt länger gebraucht. Achtung, ist ein Startpunkt an der Stelle. Längstuning ist da noch nicht mit dabei. Das müssen Sie immer noch mit den Werkzeugen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, machen. Aber trotzdem haben Sie sich jetzt schon eine ganze Menge Zeit wieder gespart. Gucken wir uns eine andere Schaltung an, die ja eigentlich wahrscheinlich so gut ist, wie sie ausschaut. Ist fertig geroutet, sieht nett aus, können wir wahrscheinlich fertigen lassen, oder? Was ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, wenn Sie eine Schaltung entwickeln und fertig auf dem Tisch liegen haben? Dass sie nicht geht, das ist nicht gut, aber das ist nicht das Schlimmste, was Ihnen passieren kann. Es geht noch schlimmer. Sie geht manchmal. Eine Schaltung, die manchmal geht, so temperaturabhängig oder Luftfeuchtigkeit, Sie werden sich sehr, sehr schwer tun, den Fehler zu finden. Auch da können wir Ihnen helfen, unter gewissen Voraussetzungen natürlich. Da rufe ich mal unseren PDN Analyzer auf. Den müssen wir natürlich erstmal einstellen, was er tun soll. Ich rufe diese Konfiguration einfach mal auf. Ich habe die schon abgespeichert. Aber das ist was, was Sie auch machen werden. Sie arbeiten ja unter Umständen mehrfach darauf. Ändern was ab, machen nochmal eine Analyse, ändern was ab, machen nochmal eine Analyse. Deswegen greifen Sie auf so eine Konfiguration unter Umständen auch zurück. Jetzt lasse ich die ausführen. Ich habe also definiert, wo kommt mein Strom her, was sind meine Empfänger für den Strom, also was sind die Senken. Oh, der Ultim Designer hat Fehler gemacht. Schlecht, oder? In dem Fall ist es tatsächlich gut. Er hat keine Fehler gemacht. Die Simulation ist fertig durchgelaufen. Er sagt uns bloß, dass es Probleme mit unserer Schaltung gibt. Das können wir uns anzeigen lassen. Erinnern Sie sich an die drei Bilder, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Der Baustein, der so ein bisschen komisch ausgesehen hat, könnte so einer sein. Der soll 700 mA liefern für unsere Schaltung. Er kann aber bloß ein halbes Ampere. Den werden wir vielleicht besser mal ersetzen durch einen etwas kräftigeren Baustein. Das auf der rechten Seite, das ist jetzt einer von den Bausteinen, die ein bisschen zu wenig Spannung abkriegen. Der sollte eigentlich 3,2 Volt kriegen, bekommt aber nur 3,192 Volt. Ah ja, wird schon funktionieren, ne? Ist ja fast 3,2 Volt. Er läuft außerhalb der Spezifikation. Sie könnten hier Probleme bekommen. Ich würde mir das angucken. Jetzt haben wir ein paar digitale Ergebnisse bekommen. Es gibt aber auch die analogen Geschichten. Und im Hintergrund sehen Sie das schon. Das ist diese Heatmap über die Leiterplatte. Wir sehen also jetzt den Spannungsverlauf. Das Bild ist an der Stelle gespiegelt. Wir spiegeln das mal wieder zurück. Das ist also unser Spannungsverlauf, den wir auf der Leiterplatte haben. Wir kriegen die Möglichkeit, an allen Stellen jetzt die Spannung zu messen. Können also sagen, an der Stelle ist die Spannung, an der Stelle ist die Spannung. Wir können uns aber auch die Stromdichte angucken. Und jetzt fällt so ein bisschen auf, wo das Problem ist. Den Track dort unten, den sollten wir vielleicht ein bisschen breiter machen. Da haben wir eine ziemlich hohe Stromdichte. Vielleicht sollten wir das umgehen. Wir können uns aber auch die Ground Plane angucken, schauen, wie es dort mit Strom aussieht. Einzelne Lagen ein- und ausblenden lassen. Da können wir also auch nochmal arbeiten dran. Ganz wichtig ist aber, wir können das Ganze auch in 3D angucken. Um uns die Vias zum Beispiel mal anzuschauen. Sind die Vias vielleicht unterdimensioniert? Brauchen wir vielleicht zwei Vias, um den Strom zu überkriegen? Das
können wir dann entsprechend auch noch einstellen. Am Ende des Tages muss unsere Entwicklung, die wir ja inzwischen geprüft haben, sowohl im Schaltplanbereich als auch vom Routing her in den Gehäuse rein. Auch diese Möglichkeit haben Sie im Altium Designer, weil wir einen dreidimensionalen Leiterplatteneditor mit einer zweidimensionalen Ansicht haben. Das, was wir gerade gesehen haben, was Sie üblicherweise nutzen zum Routing, berücksichtigt nämlich tatsächlich dreidimensionale Körper. Das heißt, wir können da in die Höhe gezogene Elemente nehmen, wir können Step-Modelle importieren, wir können Parasolid-Modelle importieren, die an die Bausteine ranhängen. Und wenn wir sie dann platzieren auf der Leiterplatte, auch im 2D-Modus, dann wird diese dreidimensionale Ansicht genommen und bearbeitet, um die Abstände zwischen den Bausteinen prüfen zu können. In der Leiterplatte kann dann aber auch noch ein Modell von dem Gehäuse mit eingebunden werden. Das heißt, ich kann meine Leiterplatte ins Gehäuse reinsetzen und kann schauen, ob die Stecker an der richtigen Stelle sitzen, ob die Aussparungen richtig platziert sind oder eben meine Bausteine richtig platziert sind. Und wenn man dann eine engere Anbindung haben möchte zwischen der elektrischen und der mechanischen Welt, dann kann man optional noch ein bidirektionales Interface zu SolidWorks bekommen. Das heißt, wenn in SolidWorks ein Baustein verschoben wird, dann wird er im Altium Designer auch verschoben und wenn wir ihn zurückverschieben, wird er dort auch wieder zurückverschoben. Also eine wirklich direkte Anbindung an SolidWorks wäre auch machbar. Das muss man wissen, ob man sowas mag oder nicht. Ich persönlich würde sagen, die Mechaniker verschieben meine Bausteine nicht. Ich wollte das nicht haben. Es gibt aber auch Firmen, die enger zusammenarbeiten. Es gibt also beide Möglichkeiten, diese Zusammenarbeit zu realisieren. Bei der 3D-Welt können wir noch eins oben draufsetzen. Starflex Design. Setzt voraus, dass wir natürlich einen Layer-Stack-Manager haben, der uns mehrere Lagenaufbauten zulässt, also die flexiblen Bereiche, die starren Bereiche, solche Geschichten. Der es uns aber auch ermöglicht, Spezialitäten wie diesen flexiblen Lack hier zu definieren, der auf die flexiblen Bereiche auch draufkommt. Es gibt eine extra Ansicht, wo wir die einzelnen Bereiche einstellen können, wo ist jetzt flexibel, wo ist starr, wo sind Biegelinien. Das Ganze lässt sich auch dokumentieren im Werkzeug und dann können wir das in der 3D-Ansicht auch biegen. Das ist also eine Ansicht, ein Bild aus dem Altium Designer heraus. Um das Ganze vollständig zu machen, funktioniert dort natürlich dann auch noch diese Component Clearance, die Abstandsprüfung zwischen Bausteinen, Leiterplatte und Gehäuse. Wie sieht das jetzt im Werkzeug selbst aus? Gehen wir erstmal zur Bausteinplatzierung. Ich nehme mal zwei Bausteine in der für uns gewohnten Ansicht. Dort oben kann ich den nicht platzieren, das ist klar. Aber hier kann ich ihn hinsetzen, auch dort ist das sicherlich kein Problem. Den Baustein kann ich da natürlich auch nicht hinsetzen, aber dort geht er und... Oh, hier geht er nicht und dort geht er. Warum geht er an dieser Stelle nicht? Im 2D-Bereich ist das recht schwer zu sehen, da haben wir eigentlich keine Chance. Wenn wir aber in den 3D-Bereich reingehen, dann ist das ein leichtes zu erkennen, dass der erste Baustein, den wir dort gesetzt haben, in Widerstand war und der hat halt nun mal mehr als genügend Platz. Und der zweite Baustein, das war der Jumper, der kollidiert hier mit meinem Stecker. Hätten wir anders gar nicht rausbekommen können. Ich nehme den mal wieder zurück. Was man jetzt auch noch tun könnte, wäre es, einen weiteren 3D-Körper, Step-Format zum Beispiel, zu platzieren für ein Gehäuse und zu gucken, schauen die Stecker durch die Aussparungen durch oder eben nicht. Das andere Beispiel, was beim Altium Designer mit dabei ist, von Haus aus, ist dieses hier. Ist eine Starflex-Leiterplatte. Das kann man natürlich schon mal hervorragend sehen, dass das wahrscheinlich eine Starflex-Leiterplatte ist. Das hier wird wahrscheinlich der starre Bereich sein, der starre ist auch hier und in der Mitte wird was Flexibles sein. Es fällt jetzt plötzlich auch auf, dass nicht alle Bausteine auf der Top-Lage oder auf der Bottom-Lage sitzen, sondern irgendwo mittendrin auf diesen Lagen. Ein Abfallprodukt von dem Starflex-Design ist die Möglichkeit, Embedded und Engraved Komponenten im Altium Designer platzieren zu können. Aber diese Ansicht, die ist eigentlich gar nicht interessant. Eigentlich wird sowas natürlich später mal zusammengefaltet und da möchten wir Informationen drüber haben. Und das können wir halt im Altium Designer auch machen. Das heißt, wir falten das mal zusammen und dann gucken wir mal genau hin, was passiert. Wenn ich das weiter zusammenfalte, da bekomme ich eine Kollision zwischen den Bausteinen. Wäre also vielleicht eine gute Idee, diesen Baustein auf die andere Seite der Leiterplatte zu setzen, dann würden wir es auch zusammenfalten können.
Sie haben dann weiterhin die Möglichkeit, das Ganze als Step-Datei ausgeben zu können, also sowohl im geöffneten als auch im gefalteten Zustand. Das dürfen Sie entscheiden und können das auch wieder den Mechanikkollegen geben. Also nicht nur, dass wir eine Prüfung machen können, die können es auch prüfen, wenn sie mögen. Tu Gutes und sprich darüber. Dokumentation. Haben wir eine ganze Menge im Werkzeug drin. In Altium Designer 17 ist noch ein weiterer Dokumentationseditor dazugekommen, der Draftsman. Da können wir also eine menschenlesbare Leiterplattendokumentation zusammenbauen. Da können Bestückungsdrucke drin sein, da kann Starflex berücksichtigt sein, Lagenaufbauten können sein, drin sein, Stücklisten, Bohrinformationen. Ganz wichtig, auch das kann auf Templates basieren. Normalerweise ist es ja so, dass eine Dokumentation in ein und derselben Firma immer irgendwie gleich ausschauen sollte. Und zwar, wenn es geht, egal welcher Kollege das gemacht hat. Was machen Sie? Sie nehmen ein altes Projekt, legen sich die Dokumentation hin und dann versuchen Sie, die irgendwie nachzuempfinden für Ihr neues Design. In dem Augenblick, wo Sie mit Templates arbeiten können, entfällt so eine Arbeit. Sie machen es einfach und es sieht gleich aus. Sie sparen sich auch hier wieder Arbeit. Jetzt ist das aber natürlich nicht das einzige Dokument, was Sie brauchen, so eine Leiterplatten-Doku. Wir haben ja verschiedene Produktionsziele eventuell. Und auch dafür gibt es ein Interface, dass wenn wir ein neues Release haben, das alles mit einem Mausklick erzeugen können. Fabrikationsdaten, also Gerber-Daten, Gerber-X2, ODB++, IPC2581, solche Sachen, aber auch Bestückungsinformationen, vielleicht ein Satz Daten für die Mechaniker, vielleicht für den Servicebereich. Hey, wenn ihr eine Schaltung zurückbekommt und Spannungsversorgungsprobleme sind, schaut euch doch die und die Bausteine an. Also so eine Doku und das Ganze nicht nur einmal, sondern für jede Variante. Können wir machen mit einem einzigen Klick. Aber nur dann, wenn auch alles okay ist. Sie können tatsächlich noch einen Check einbauen in dieses Release und sagen, bitte nur die Veröffentlichung von dieser Schaltung machen, wenn der ERC okay ist, wenn der DRC okay ist, wenn alle Komponenten verfügbar sind, wenn die Lebenszyklen stimmen. Gehen wir wieder in dieses kleine Beispiel rein. Eine neue Datei, ein sogenanntes Draftsman-Document. Hier würden Templates zur Verfügung stehen, will ich jetzt nicht machen. Ich möchte nämlich zeigen, wie einfach man das zusammenbauen kann. Da ist erstmal nichts dabei. Und jetzt platzieren wir einen sogenannten Board Assembly View. Kann man sich die Vorseite aussuchen, die Rückseite aussuchen. Ich platziere den mal dorthin. Dann gehen wir hin, platzieren vielleicht noch einen Schnitt durch die Leiterplatte. Dann vielleicht noch ein bisschen Bemaßung, auch immer interessant, vielleicht solche Radien hier mit anzugeben. Dann platzieren wir mal noch eine Stückliste. Was brauchen wir noch? Ach, den Lagenaufbau. Und noch eine Detailansicht. Bei den drei Bausteinen, da muss man ein bisschen was beachten, wenn die platziert werden. Also auch solche Geschichten können dort mit reingebracht werden. Jetzt haben wir schon das ganze Blatt voll. Vielleicht gibt es ja noch mehr zu dokumentieren für Varianten, vielleicht noch andere Informationen. Dann gehen Sie doch einfach hin und sagen, ich hätte gerne noch eine weitere Seite. Sie können dieses Dokument also dann erweitern. Alle Informationen, die Sie bis jetzt im Altium Designer genutzt hatten, Parameter, solche Geschichten, können hier natürlich auch mit reingenommen und können auch einen Zeichnungskopf bevölkern. Okay, das eine Dokument haben wir. Dieses Dokument kann dann Teil eines sogenannten Output-Job-Files werden. In einem Output-Job-File definieren wir jetzt alles, was wir so an Dokumentation brauchen. Das können PDF-Dateien sein, also Dokumente. Das können aber auch Ordnerstrukturen sein, kann man jeweils auch mehrere von diesen Containern sich definieren. In die können dann reingeschrieben werden, Schallplanausdruck, Leiterplattenausdruck, dürfen sich so einstellen, wie Sie das brauchen. Bestückungsinformationen, Fertigungsinformationen, Stücklisten, auch mehrere, vielleicht eine, wo Bausteine kopiert sind, dass man bestellen kann, eine, wo die Bausteine individuell drinstehen, das dürfen Sie sich so einstellen, wie Sie es brauchen. Dort unten ist dann übrigens auch der Validation Output mit dabei, wo man also prüfen kann, ob die Komponenten Stati alle okay sind, also alle verfügbar sind oder ob die obsolet sind vielleicht. Den Design Rule Check, ob der sauber durchlaufen würde und der Electrical Rule Check, dass man das alles geprüft hat und ein Design rausbringt, was auch wirklich funktioniert und was geprüft ist.
Wie macht man's? Man geht in den Project Releaser rein. Und da werden jetzt drei Produktionsziele von Haus aus erstellt. Auch das natürlich anpassbar. Was nicht anpassbar ist, dass bei einer Ausgabe, bei einem Erzeugen von Produktionsdaten immer die Quelle auch mit abgespeichert wird. Das heißt, wir erzeugen einen Schnappschuss von Ihren Designdaten, der wird auch mit abgelegt. In dem Fall wird jetzt ein Satz Gerberdaten rausgeschrieben, Bestückungsdaten und Bestückungsdaten für eine Variante. Aus Zeitgründen lasse ich das mal nur für einen Teil machen. Der Ultimate Designer speichert jetzt erstmal alle geänderten Dokumente natürlich ab. Und dann geht er hin und erzeugt diese Daten, die ich vorhin in den entsprechenden Output-Job-File oder Files, man kann auch mehrere aufrufen, definiert habe. Gerade setzt er das PDF zusammen. Das kann ich jetzt auch schon aufrufen, bevor er also die anderen Dateien fertig hat. Können wir dort reingucken im Hintergrund. Macht er jetzt gerade mal die anderen Dateien. Nett. 3D-Ansicht von Ihrer Leiterplatte. Schön. Schön schon, aber es geht noch besser. Auf der nächsten Seite haben wir nämlich ein bisschen was Besonderes. Ein 3D-PDF. Können wir auch mit ausgeben. Und das Nette an dem Ding ist, wenn jetzt Sie mit irgendjemandem zusammenarbeiten müssen, der keinen Ultium Designer hat, der kann hier auch Bausteine suchen, sich Netzverläufe anzeigen lassen. All das ist mit dabei. Und jetzt bitte nicht enttäuscht sein. Es geht natürlich nicht noch besser weiter, sondern es kommen jetzt bloß ein paar langweilige Kupferausdrucke. Sie dürfen das so anpassen, wie es Ihren Bedürfnissen entspricht. Jede Firma ist da ein bisschen anders. Die einen brauchen das so, die anderen brauchen das so. Die nächsten möchten ein Dokument haben, das. Dürfen Sie anpassen, wie Sie es brauchen. Wir kommen zur vorletzten Folie. Irgendwelche Fragen? Wir hatten noch keinen Ultium Designer. Eins, Sie glaube ich auch nicht. Da müsste die Frage kommen, was kostet der Spaß? Wir haben Messeangebote, es ist günstiger im Augenblick. Gehen Sie zu den Kollegen, informieren Sie sich. Allen anderen, die dabei waren, möchte ich mich bedanken, bei Ihnen natürlich auch. Hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt, haben ein paar Informationen mitnehmen können, die Sie vielleicht so noch nicht hatten. Wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag auf der Messe, ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss von meiner Seite.